Christus. Alle haben ein Glas Bier. Nein. Also ja. Ich werde nicht zu viele Worte am Anfang sprechen. Der Anfang ist religiös. Gerade heute ist ja Halloween. Deswegen sage ich jetzt nur das Unvermeidliche und ihr entscheidet in eurer Reaktion, wie sich dieser proppevolle Abend entwickeln wird. Josephine macht das halt zum ersten Mal. Wie ist es? Aufregend. Das war bei mir auch so, dass ich das erste Mal gemacht habe. Also, ich sage zu Ihnen und euch. Das ist euer Moment! Und das verspricht sehr viel. Herzlich willkommen zur Lesebühne Cottbus im Oktober 2018. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben für euch, ja, ich weiß, es war so ein Moment, wo meine Zelle klatschen, das ist mein Ding gewesen. Musst du dich nicht schlecht fühlen. Das war jetzt deine Anmoderation. Fehler. Wir haben für euch die üblichen Verdächtigen im Boot. Wir haben heute mal auf einen Gast verzichtet, weil wir jetzt so viele sind, zum Glück. Und ich darf euch kurz vorstellen, mit wem ihr es zu tun habt. Heute Abend, heute am Reformationstag, Luthertag, Halloween, Kürbisse, Bonbons, Amerika und Lutherstadt Wittenberg. So. Wir haben heute für euch am Start, und bitte begrüßt Sie mit einem großen Applaus, zum zweiten Mal als vollwertiges Mitglied hier bei der Lesebühne Cottbus, Josephine! Der die Finger von ihr nicht lassen kann. Mathis Rau! Und der die Finger von diesem nicht lassen kann. Daniel Rattheim! Und unter totaler transzendenter Kontrolle mit sich selbst. Udo Ziffert! Für euch in der ersten Runde der Lesebühne Cottbus im Oktober 2018 der wunderbare Mathis Rau. Mathis. In seiner grenzenlosen Bescheidenheit sich selbst würde er natürlich nie nennen, deswegen mache ich das jetzt. Mathias Heine! Ist heute selbstverständlich auch dabei. Ich habe euch zwei Texte mitgebracht. Der eine ist lang, der andere ist ganz, ganz kurz. Deswegen mache ich den lang in der ersten Runde. Und ich möchte nicht sagen gewidmet, aber schon gewidmet ist er meinem lieben Freund Philipp, der heute auch hier ist, zweimal sogar, weil er ist ein Zwilling. Der Text heißt nur ein Arbeitstitel, der ist scheiße, deswegen fange ich aber gleich an. Alter, der Schmock eilt meine Mutlein mit dem Tower von da hinten, wieso hat denn der so eine krasse Range? Fragt Philipp. Die Erklärung dafür ist ziemlich logisch, er ist Koreaner. Sage ich und überlege, wie ich Philipp da jetzt wieder rausbekomme. Herbst ist toll, die Blätter sind bunt, das Fenster ist auf, die Temperaturen sind mild, endlich wieder im Pullover zocken. Justine schaut skeptisch vom Sofa über den Rand eines Buches zu mir herüber. Ihr Gesicht sieht aus, als hätte man in einer Turnower Landgaststätte nach vegetarischen Gerichten gefragt. Philipp hat kein Holz mehr. Was ist denn da los? Fragt er. Über den Lautsprecher höre ich, wie er nicht ganz ausgeglichen seine Maus auf die Tischplatte schlägt.
Dass sich bei 495 Punkten auf 13 Minuten keiner wundern braucht, dass ein Koreaner die Woodline towert, behalte ich für mich, das weiß ja jeder selber. Wenn du den zweiten ein bisschen deneist, kann ich ihn mit Scouts countern, sage ich. Ich baue selber welche, mein Philipp. Alter, bis du ab bist, hat er seine Rex stehen und locker 3 Spears auf dem Feld. Okay, ihr, beginnt Justine von der Couch aus. Scheiße, ich weiß nicht mal, welches Schimpfwort man für diesen Slang jetzt benutzt. Kacknoobs wäre das richtige Wort, sagt Philipp leise aus meinem Lautsprecher. Okay, ihr Kacknoobs. Mann, wie soll ich denn mit dem anderen schimpfen, wenn ich den nicht mal sehe? Ich könnte kurz ein Video anrufen. Nein, kein Videoanruf. Jetzt passt mal auf, ihr Kacknoobs. Ja, genau. Ich versuche hier zu lesen. Und das geht nicht mit 2 Stimmen, die dusseliges Zeug quatschen in meinem Kopf. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Ich drücke schnell auf Pause und drehe mich und den Lautsprecher schuldbewusst in Justines Richtung. Sprache ist eine komplizierte Geschichte und ein Inga Maria Mahlke liest sich nicht so einfach wie Peterchens Mondfahrt. Also lasst gefälligst euer blödes Hintergrundrauschen und nehmt Kopfhörer. Normalerweise nehme ich immer Kopfhörer. Aus Rücksicht und auch, weil es vor Justine nicht so sozial akzeptiert ist, lautstark in Revlon XP leechen zu gehen. Weil mir heute allerdings die Ohren wehtun und Justine bei Madeleine rumhängen wollte, habe ich mich mit Philipp und eben ohne Kopfhörer zum Leddern verabredet. Vor einer Stunde hatte Madeleine abgesagt und Justine sich auf der Couch breit gemacht. Dann fingen die Konflikte an. Die Gegenseite hat den Pausenmodus beendet, flüstert Philipp. Hey, wieso? Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich schüttle den Kopf. Wenn die Pause zu lange dauert, dann können unsere Gegner die Pause beenden. Nicht sehr fair von ihnen zwar, wir hatten ja gesagt, dass wir AFK gehen, aber, schmolle ich zu Philipp, Justine schüttelt den Kopf. Warum redet ihr eigentlich nicht so, dass man euch versteht? Okay, das war's, der rasiert mit seinen Ranzritt an meiner Arbeit, da läuft ja super, müssen wir jetzt nicht nochmal machen, nicht Gewäsche aufhängen, komm dann wieder. Philipp geht auf, das, denke ich, ist aufbaufähig. Ich drehe mich zu Justine. Was hat der gesagt? Die Knights haben seine Echo geradet. Die Knights haben seine... Wer hat... Was? Dankeschön, jetzt habe ich es verstanden. Sie legt das Archipel auf die Couch und mustert mich wie eine Mutter, die ihr Kind beim Onanieren erwischt hat. Willst du nicht lieber rausgehen, fragt sie. Ich sage, keine Panik, ich habe die Lobby schon längst verlassen, wir können uns unterhalten. Sie seufzt. So also klingt das in deinem Kopf, wenn du Kopfhörer auf hast. Aber Jugendsprache ist bescheuert. Bitte, sage ich. Jugendsprache ist bescheuert. Ich meine bitte, was soll denn Lit sein? Wobei Jugendsprache an sich natürlich nicht bescheuert ist, weil sie als Soziolekt eine gesellschaftliche Aufgabe erfüllt und identitätsstiftend wirkt. So weit, dass man meistens sogar schon in etwa das Geburtsjahrzehnt einer Person ableiten kann, wenn man hört, wie sie reflexartig auf eine coole Situation reagiert. Wenn man sich so umguckt zum Beispiel. Der Herr dort hinten am Klavier würde wahrscheinlich prima sagen. Udo Tiffert sollte schon irgendwo bei fetzig sein. Heine Rattay und ich sind diese Generation, die irgendwo unentschlossen zwischen cool und krass schwimmt. Und die Kleine da hinten ist wahrscheinlich lit. Als bescheuert wird meistens nur die aktuelle Jugendsprache wahrgenommen oder alle Jugendsprachen ab der ersten, die man dann nicht mehr verstanden hat. Wenn Sie also ein oder mehrere Wörter der Reihe prima, fetzig, cool, krass, lit bescheuert finden, dann sind Sie höchstwahrscheinlich die Gruppe, von der sich die Jugend abgrenzen will, ergo... Scheiße, sag ich, ich bin alt. Nein, dein Haar wird langsam lit. Und dein Bauch dick. Aber für die Alten sprichst du immer noch ein bisschen zu komisch. Der Jargon von Gamerinnen ist der vermutlich am meisten missverstandene Jargon moderner Massensubkulturen. Allein die Tatsache, dass Massensubkultur kein sinnvoller Begriff sein sollte, allerdings am meisten zur Beschreibung taucht, verleiht diesem Ausdruck. Mit einer sich sehr schnell professionalisierenden Szene und einer Ausrichtung, die viel mehr zur Verständigung als zur Abgrenzung gebraucht wird, handelt es sich eigentlich mehr um einen Fachjargon. Wenn Jerix und Anna aus dem Team OG in der letzten Dota 2 Weltmeisterschaft also ganz dringend mit den Carry gecallt haben, ging das jetzt weniger darum, dass sie ihre Mutti ärgern wollten, sondern vielmehr um die 11,2 Millionen US-Dollar Preisgeld, die die 5 Jungs gewonnen haben. Letzten September war das. Wenn wir mit Philipp Fachjargon reden, geht es darum, dass wir schnell und effektiv kommunizieren, nicht darum, dass du uns verstehst.
Vergleichend könnte man sagen, wir sprechen keine Jugendsprache, wir reden Arztdeutsch. Es geht immer weniger um Identität und immer mehr um Effizienz. Es herrscht eine Stille, die Goethe sagen ließe, über alle Wipfeln leere Ruhe. Im Grab würden sich die deutschen Dichter umdrehen, wenn sie das hören müssten, sagt Justine, was prinzipiell richtig ist. Fachjargons basieren oft aus Kombinationen aus Muttersprachen und Fachsprachen, die Vokabeln liefern. Ärztinnendeutsch benutzt ein deutsches Gerüst und zumeist auf Latein und Griechisch basierendes Fachvokabular. Meistens verknappt ein Fachjargon Sprache. Eigentlich merkwürdig, dass sich Sprachschützerinnen über Anglizismen, Jugendsprache und Gendern aufregen, aber ganz still sind, wenn Zahnärztinnen 1,8 sagen und meinen, Frau Müller hat Schmerzen im letzten Backenzahn im oberen rechten Kiefer. Gamerinnen-Deutsch hat deutsche Grundkonstruktionen, zumeist englisches Fachvokabular, nicht selten in abgekürzter Form. Für Goethe bringt das natürlich die Metrik der Sprache völlig durcheinander, verändert den Duktus und macht die Reime schwierig, weil die Phonetik ganz anders ist. Man mischt zwei Sprachen, die ihre eigene innere Logik haben, ihren Rhythmus und ihren Klang, und natürlich ist ein Jargon überhaupt nicht dazu da, irgendetwas irgendwohin zu übersetzen. Eine geeidelte Woodline ist ein untätiger Waldrand. Damit das Sinn ergibt, muss man das beschreiben. Die meisten Jargons können nicht wörtlich, sondern nur deskriptiv übersetzt werden. Ein bisschen ist Goethe in Gamerinnen-Deutsch zu übersetzen, als würde man versuchen, eine Ritterburg aus Playmobil und Lego gleichzeitig zu bauen. Andererseits, wer kennt jetzt keins oder war selbst kein Kind, das schon mal gleichzeitig eine Burg aus Lego und Playmobil gebaut hat? Also wird's wohl gehen. Ich denke, sage ich, man könnte ein Goethe-Gedicht in Gamerdeutsch übersetzen. Ob man das jetzt tun muss, ist eine andere Frage. Justine nickt, doch, das sollte man, den Osterspaziergang. Und bitte. Okay. Der Osterspaziergang. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünen Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein weißes. Mann, den Osterspaziergang kann ich alleine, sagt Justine. Ja, okay, der völlig overlevelte Osterraid. Vom Frostbell gekleant ist der River of Midlane durch des Frühlings krassen Springtime-Debuff. Vom Tal aus macht ihn der Scheißlacker schwach. Winter, der Kacknoob in all seiner Schwäche, regrouped auf dem Highground. Hashtag Obi-Wan. Von dort aus prepared er sein Comeback mit dem Low-Level-Frostspell-körniges Eis als AOE-Cast in Streifen über die grünende Flur. Complete Mist, hat nix gehittet und alles ist weiß. Eine metrische Katastrophe, sagt Justine. Ich hebe die Schultern. Wäre, quote the Raven, nevermore. Und sagt der Rabe nimmermehr, nicht zufällig, rhythmisch identisch, gäbe es nicht ein einziges übersetztes Reimgedicht auf der ganzen Welt, das keine metrische Katastrophe ist. Gucken wir uns den Osterspaziergang an. The Easter Walk, bitte. The Easter Walk, was ist das denn? From the ice they are freed, the stream and brook, by the springs and livening, lovely look. The valley's green with joys of hope, the winter old and weak as skins. Back to the rugged mountain slope. From there as he flees, he downward sends an impotent shower of icy hail, streaking over the verdant vale. Ah, but the sun will suffer no white. Das ist ein hübsches Gedicht, aber vom Eise befreit sind Strom und Bäche ist einfach nicht das gleiche wie From the ice they are freed, the stream and brook. Na gut. Okay, übersetz mir doch bitte mal jetzt deskriptiv, was Philipp mit seinem ersten Satz gesagt hat. Du meinst, mit der Schmock eidelt meine Woodline mit einem Tower von da hinten, wieso hatten der so eine krasse Range? Ja, genau. Er hat gesagt, meine Gegenspielerin hat einen Turm gebaut, der durch seinen konstanten Beschuss dazu führt, dass alle Arbeiterinnen nicht mehr an das Holz aus dem Wald rankommen und es abbauen können und deswegen jetzt untätig sind. Warum kann dieser Turm denn so weit schießen und meine Türme nie so weit? Mi, 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 mi. Sage ich. Und die Antwort wäre, deine Gegenspielerin spielt eine Fraktion, die einen Bonus auf die Reichweite ihrer Türme hat. Weißt du, was witzig ist? Nein. Ich verstehe, was du sagst und verstehe gleichzeitig überhaupt kein Wort von dem, was du sagst. Weil du die Spielregeln nicht kennst. Ich finde, man muss nicht unbedingt Spiele spielen, die komplizierter sind als die Siedler von Catan und eine Fremdsprache lernen gleichzeitig.
die so viel Realitätsbezug haben wie klingonisch. Wobei mich schon interessieren würde, was ein Schmock ist. Schmock ist Jiddisch, kommt aus dem Lautsprecher. Das hat mir meine jiddische Oma beigebracht, als sie eines Tages einfach so aus den litauischen Wäldern wieder aufgetaucht ist und zu uns nach Horno gezogen. Zocken ist übrigens auch Jiddisch und Schlong auch. Apropos, wollen wir wieder? Also, zocken. Philipp spricht Jiddisch? Ja, ich spreche ein bisschen Jiddisch, kommt aus dem Lautsprecher. Jiddisch wird heute von weit weniger Menschen gesprochen und verstanden als die meisten Gamerinnen-Jargons übrigens. Und wird fast ausschließlich aus Gründen der Identitätsstiftung gelernt. Funktional zwar zur Religionsausübung benutzt, aber nicht flächendeckend in den jüdischen Gemeinden der Welt. Mein Lieblingswort im Jiddischen ist übrigens Blitzbrief, das heißt E-Mail. Und zeigt an, dass die Sprache immer noch lebendig ist und sich weiterentwickelt. Ein Handy vibriert. Oh, das ist Madeleine, Gott sei Dank. Ich zieh mich an und lass euch mal wieder eurem Bildschirmhobby frönen, wa? Wo gehst denn du hin, frage ich. Justine sagt, nein, ins Kino. Na dann, GLHF. Dankeschön. Und jetzt für euch Daniel Rattay. Ja. Also ich wollte heute einen Text schreiben, anlässlich von Halloween, so einen gruseligen Text. Aber es ist mir nicht gelungen. Ich habe zwar einen Text geschrieben, der mir selbst ein bisschen die Nackenhaare zu Berge stehen ließ, aber das liegt daran, weil er total kitschig geworden ist. Aber Hein hat gesagt, bald ist Weihnachten. Also dann. Der Kosmonautenanzug oder über die Zweifel oder die Sommerliebe, mit der man versprochen hat, sich nach 30 Jahren an gleicher Stelle wiederzutreffen. Hast du reingesehen, reingetastet in mich, vorgetastet bis zur Schmerzgrenze, reingefräst in das meine Mich, meinst du mich? Zunächst einmal ja, ohne Zweifel, das war ich. Dann wiederum, die Zweifel könnten ihre Beweise vorlegen wie vor einem Schiedsgericht, könnten Ben Medlock spielen und mitten in der Urteilsverkündung hineinplatzen und rufen, halt, hohes Gericht, sehen Sie sich das hier an. Riesige durchsichtige Behälter werden hineingeschoben, der Reihe nach gigantischer, und in diesen Gefäßen schwappen seltsame Flüssigkeiten in unterschiedlichen Farben hin und her, braune, beige und gelbliche Wässerchen. Ein enormer, rötlicher Kubus wird in den Saal gezogen, derweil dem Publikum der Atem stockt. Süßer Duft verströmt Gewissheit. Mr. Doubt, a.k. Ben Medlock, spricht in leisem, angewidertem Ton. Genussmittel. War er es wirklich, wirklich, wirklich? Habe ich in sie reingesehen, weil mir der Dampf des Weines Courage versprach? Habe ich in sie reingetastet, weil ich meinem versoffenen Blick nicht mehr trauen konnte? Habe ich die Schmerzgrenze testen müssen, weil nur der Schmerz die Taubheit durchdringen konnte? Meinte ich sie oder meinte ich mich? Aber bin ich nicht schon am ersten Morgen, damals im Sommer, aufgestanden und ins Labor gelaufen? Doch, doch, ich erinnere mich, nicht nach dem Weg. Ich gestehe, dass der Weg ein vernebeltes Stück Erinnerung ist. Aber dann, vor dem Labor, das sehe ich klar. Ich sehe den kitschigen Eingang, viel zu kitschig für einen Post-Punk, beinahe jedenfalls, mit allerlei Schnörkeleien im Stuck des Portals. Flamingos, Rosenblätter. Im Zentrum das Auge eines Elefanten, die Pupille als Türklingel. Das Labor Big Love hatte ich mir anders vorgestellt. Keine Ahnung wie, pardon, euer Ehren, vielleicht weniger verspielt. Ich drückte den Klingelknopf und eine Welle erfasste mich, wie ein Windstoß. Möchte ich sagen, tonlos und dennoch spürbar. Das Portal knarrte mechanisch und ich trat ein. Daran erinnere ich mich, das habe ich nicht geträumt, euer Ehren. Das Labor war ein weißer, und ich meine weiß, so richtiges weiß, weißer, weißer Saal, ohne Empfang, ohne Möbel, ohne eine Menschenseele, abgesehen von mir. Ob ich DNA-Spuren von ihr dabei hätte, flüsterte eine freundliche Stimme in meinem Kopf. Ich gebe zu, verehrtester Richter, dass dieser Teil fantastisch klingen mag, aber so ist das mit der Erinnerung. Ja, antwortete ich, rein gedanklich, quasi telekinetisch, auf meinen Lippen wären noch Restspuren von ihr.
Danke, sagte die Stimme. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Danke, sagte ich ebenfalls. Ich kann warten. Danke, dass Sie gewartet haben, sagte die Stimme. Das Ergebnis ist bereits fertig. Danke, sagte ich noch einmal. Ich wäre bereit für die Erläuterung. Nun, sagte die Stimme, das DNA-Material stimme mit dem Ihrigen in höchstem Maße überein. Ein seltener Glücksfall. Haben Sie schon einmal ein Puzzle gespielt und zwei Teile fehlten zum großen Ganzen? Nein, dachte ich, und außerdem fehlt üblicherweise immer nur ein Puzzleteil. Nein, sagte die Stimme, Sie beide sind die verschwundenen, geglaubten Teile zu einem ganz alten Spiel. Mehr war da nicht, mein Ehrenwort. Das Labor löste sich auf und ich zog mir meine Sportkleidung über und ging joggen. Wir sind halt vom gleichen Stamm, dachte ich mir später. Wir waren in der Fremde, aber kamen beide aus Brandenburg. Was soll's? Kein großes Ding, oder? Selbstverständlich fiel mir im Laufe jenes Sommers dieses seltsame, wie sag ich es, Passen auf. Rein körperlich schon. Zack. Wie zwei Legosteine. Angedockt. Fest. Blöder Vergleich, ich weiß schon, aber in so einer Kiste von Legosteinen gibt es die vielen Einzelteile und es gibt immer welche, die aneinander kleben. Und verzeihen Sie mir, euer Ehren, wenn ich aus Legosteinen einen romantischen Sud herauspressen möchte, aber wir gehörten zu den Klebesteinen. Die greift man zusammen, weil man sie als Einheit wahrnimmt. Das ist doch verrückt. Wenig möchte ich über Ihre Schönheit preisgeben. Ein verfängliches Thema, weil schon so viel über Schönheit geschrieben wurde. Wie kann es gerade dort noch Platz für meinen Buchstabenbrei geben, auch wenn der Brei süß und nach früher schmeckt? Das war es ja gerade. Ihre Wirkung auf mich blieb niemals fassbar. Vielleicht sollte ich mir Gedanken über die Unendlichkeit machen und das, was ich darüber herauszufinden vermag, Ihrer Schönheit widmen. Mal schaute sie mich an, mal nicht. Das war aber egal, euer Ehren, denn ich schaute sie immer an. Immer. Ich kann nur sagen, wenn ein Mensch einen anderen immer anschaut, scheint es mit dem immer aus reiner Langeweile bald vorbei zu sein. Aber in meinem Fall eben nicht. Mein unendliches Immer lag eben in ihrer unendlichen Schönheit begründet. Mehr darf ich dazu nicht sagen, Herr Richter. Ihr unfassbares Gesicht, ich konnte noch so oft mit meinen Händen darin wühlen, bewirkte meine Fassungslosigkeit, welche mich, ich gebe es zu, hin und wieder verstummte. Glauben Sie, es wird eine Gelegenheit geben, noch vor der Frist dieser romantisch-säglichen Versprechung wieder ein Puzzleteil zu sein? Romantisch, oh ja. Säglich, nicht unsäglich, denn was sonst bereitet mir diesen Schmerz zu, wenn ich an die Frist denke, die mir auch hier unendlich und unfassbar lang erscheint, als wenn ich die Romantik selbst mit ihrer singenden Säge Ritze, Ratze sägt, genau dort, wo das Leben pulsiert. In the heart. Ist denn alles, was diese Liebelei ausmacht, unendlich und unfassbar? Herr Richter, ja, ich spreche nun von Liebelei. Das liegt allerdings nur an meiner Angst. Auch an der Endlichkeit und Fassbarkeit von Liebelei. Auch an den Trost, der darin enthalten ist. Dieser Kosmos endet hier. Verstehen Sie, euer Ehren, ich kenne mich ein wenig aus mit dem Kosmos. Von Berufs wegen bin ich nämlich Kosmonaut. Ist wahr. Der Kosmos, so viel kann ich Ihnen versichern, Herr Richter, ist ohne Grenzen. Unfassbar, unendlich. Aber, ein dickes, dickes Aber gibt es, verehrtes Gericht und liebe Geschworenen. Wer dort alleine rumfliegt, der braucht einen ganz besonderen Kosmonautenanzug. Hier haben wir das Problem. Solche Anzüge werden nur aus einem einzigen Material hergestellt. Mindesthaltbarkeit 30 Jahre. Ein Anzug dieser Art ist aus Liebe gewebt, die ohne Zweifel besteht. Eine zweifelsfreie Liebe, verstehen Sie, Herr Richter? Ein Anzug dieser Art wird nackt vermessen. Der oder die Betroffene liegt auf dem Bett seines Angebetenen und wird behutsam von ihm bedeckt. Der Vorgang ist leicht erklärt, aber in höchstem Maße schwierig auszuführen. Es ist nicht allein eine Geduldsfrage, sondern vor allem das Zusammenspiel zwischen Körper und Geist. Eine Bewusstseinsübung, bin ich versucht zu sagen, aber ein winziger Fehltritt wird schwerwiegende Folgen für den Kosmonauten haben. Jede einzelne Stelle des äußeren Körpers muss geküsst sein. Ich wiederhole das. Jede einzelne verdammte Stelle des äußeren Körpers muss mit einem Kuss bedeckt werden. Der Kuss aber darf keinen Zweifel in sich tragen. Da jeder Zweifel den Schutzsiegel, den ein liebender Kuss ausmacht, zerstören würde. Sollte eine Stelle des Körpers ungeküsst bleiben oder gar mit Zweifel lackiert, so wäre der Raumanzug löchrig und unbrauchbar. Was das für den Kosmonauten im Kosmos bedeutet, können Sie sich ja vorstellen, euer Ehren. Dieser Mensch würde verbrennen. Es gibt wenige Menschen, die solch einen Anzug tragen oder getragen haben. Für einige von diesen Seelen musste der Anzug seinen Schutz für den Rest ihres Lebens aufrechterhalten. Ich würde sogar ein Gebet sprechen, euer Ehren, damit mir dieses Schicksal erspart bleibt. Die Romantik arbeitet nämlich als Internist. Sie kann ab und an tiefe Wunden reißen, mit oder ohne Anzug.
Ich bin, verzeihen Sie mir diese charakterliche Weichheit, doch ein Freund des Happy End. Mein Kosmonautenanzug hilft mir bei der sicheren Durchquerung der alltäglichen, ordinären Dinge des Lebens. Aber ganz am Ende sollte doch die Erfüllung stehen, oder nicht, Herr Richter? Sonst wäre es doch paradox, einen Schutzanzug zu tragen und dennoch innerlich zu verbrennen. Ich bedanke mich, Hohes Gericht, dass Sie mir zugehört haben und lege die Entscheidung in die Hände des Lebens. Danke. Und nun kommt sie, die einzigartige Josephine Meinhardt. Hallo. Ich habe als erstes einen Text, der für meine Verhältnisse ein bisschen wütend ist. Also ich bin eigentlich kein Mensch, der wütend wird. Ich bin eher ein Mensch, der traurig wird. Aber der Text ist für meine Verhältnisse wütend und ich hoffe, dass es okay für euch. Ich hab eigentlich auch nur so einen Arbeitstitel für den Text, aber ich lese den trotzdem mit vor, weil er den Text halt irgendwie zusammenfasst. Text, in dem ich versuche, meine Gefühle zu ordnen und über dumme Menschen wettere. Ich habe einen Freund, der heißt Jan. Jan hat vor kurzem einen Text geschrieben, in dem er eine Situation in einem Zug beschrieben hat. Um besser zu verstehen, mit welchem Hintergrund Jan diesen Text geschrieben hat, möchte ich kurz erwähnen, dass Jan so aussieht, als hätte er einen Migrationshintergrund, wobei ich jetzt nicht genau sagen kann, ob das stimmt. Und dass Jan meines Wissens nach bisexuell ist und man ihm das auch ansehen kann. In seinem Text hat er beschrieben, dass er in einem Zug gehört hat, wie sich zwei weiße Männer über einen passierenden schwarzen Mann despektierlich und rassistisch äußerten, so ungefähr wie, ja, wo hat es denn gebrannt und überall brennt es in letzter Zeit und sowas. Und auf eine Konfrontation seitens des passierenden Mannes peinlich reagiert und stammelige Antworten à la in unserem Verein hat es gebrannt oder sowas gegeben hätten. Nachdem der schwarze Mann mit einem Kopfschütteln weitergegangen war, lachten die beiden weißen Männer und es fiel der Satz, die ganzen Viecher kommen hier, nicht etwa hierher, was halt wenigstens die korrekte Ausdrucksweise wäre, die ganzen Viecher kommen hier nach Deutschland und versauen das Land. Jan hat geschrieben, dass er die zwei Männer wütend angesprochen und auf ihre rassistische und menschenverachtende Aussage hingewiesen hat und daraufhin selbst von ihnen angepöbelt und bedroht wurde. Ich habe Jans Text vor einigen Wochen gelesen und seitdem beschäftigt er mich sehr stark. Es ist nicht so, dass mir der alltägliche Rassismus, der von einigen bzw. beschämenderweise von vielen Menschen an den Tag gelegt wird, entgeht. Allerdings ist es so, dass ich so etwas häufig verdränge, weil ich sonst permanent wütend und traurig wäre. Seitdem ich Jans Text gelesen habe, denke ich in ruhigen Minuten viel darüber nach und kann und will das nicht mehr einfach so verdrängen. Ich weiß, dass das Thema Rassismus aktuell ein sehr häufiges Gesprächsthema ist, dass man eigentlich keinen Abend in Gesellschaft mehr verbringen kann, ohne über Politik zu reden und dass zu dem Thema auch schon viele Texte, in Klammern vorgelesen wurden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es einigen Leuten schon zum Halse raushängt, wenn dieses Thema angesprochen wird. Und trotzdem möchte auch ich hier dazu noch einen Text beitragen, weil ich erstens hoffe, so meine Gedanken und Gefühle irgendwie ordnen zu können und nicht mehr so einen großen Wut-, Traurigkeits-Ekel-Ball in mir habe. Und weil es zweitens meiner Meinung nach eigentlich nicht genug solcher Meinungsbekundungen geben kann. Ich könnte weinen, wenn ich Erfahrungsberichte wie den von Jan lese und höre und ich habe geweint und ich werde darüber weinen. Ich weiß, dass es keinem Menschen irgendetwas bringt, wenn ich, eine weiße Person aus dem privilegierten Europa, über eine Sache wie Rassismus weine. Doch ich fühle mich ohnmächtig und kann wahrscheinlich nur ansatzweise nachempfinden, wie es ist, so behandelt zu werden. Mir fehlt jegliches Verständnis für Menschen, die andere Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Sexualität, ihrer Religion, ihres Geschlechts oder wegen was auch immer derart verachtend, unwürdig und ekelhaft behandeln. So behandelt man jemand anderen nicht. So will niemand, niemand behandelt werden. Und ja, ja, man hat auch schon seine Erfahrungen mit den Ausländern gemacht und sei immer enttäuscht worden und die verdienen es nicht anders. Was für ein Scheiß, Alter! Klar glaube ich, dass einige Menschen mit den Ausländern schlechte Erfahrungen gemacht haben, aber es kann mir keiner erzählen, dass er oder sie mit den deutschen Mitbürgern und Mitbürgerinnen bisher ausschließlich optimale und super gute Erfahrungen gemacht hat, aber die Deutschen sind trotzdem geil, oder was? Nee! Es gibt sowohl deutsche, als auch französische, als auch arabische, als auch amerikanische, als auch polnische, als auch ägyptische, als auch spanische Arschlöcher und übrigens auch Arschlöcher von jeder anderen Herkunft. Es gibt aber auch okaye Menschen jeder anderen Herkunft und es gibt sogar gute Menschen jeder anderen Herkunft. Ich bewundere es, wenn Leute gegen Rassismus aufstehen,
wenn sie welchen mitbekommen, so wie Jan es getan hat. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in so einer Situation aufstehen würde oder ob ich selbst zu viel Furcht hätte. Dafür schäme ich mich sehr. Und gleichzeitig ärgere ich mich schon wieder wahnsinnig darüber, dass Menschen, die für jemand anderen und für Toleranz und Offenheit aufstehen, selbst mit Beleidigungen und Bedrohungen rechnen müssen. Letztens habe ich bei Facebook einen Kommentar gelesen, diese ganzen linken und grünen Gutmenschen kotzen mich an. Meine erste Reaktion darauf war ein verächtliches Lachen, aber mal ganz ehrlich, wie traurig ist das denn? Die linken und grünen Gutmenschen, Gutmensch, was ist das denn für eine und vor allem seit wann ist das eine Beleidigung? Ein guter Mensch zu sein und Freiheit, Humanismus, gegenseitigen Respekt und Toleranz als eigene Werte zu betrachten und sich danach zu verhalten, ich persönlich finde, das ist sehr anstrebsam. Und wenn Leute, die sich dafür einsetzen, dass wir in unserer Gesellschaft einander helfen, dass wir freundlich und wohlwollend miteinander umgehen und dass jeder und jede ohne Angst hier leben kann, als diese Gutmenschen betitelt werden, denke ich oft, ja was denn sonst? Was wäre denn die Alternative dazu, ein guter Mensch zu sein? Und nein, eine Alternative sind nicht übrigens die, die sich selbst so bezeichnen. Ich fühle mich sehr oft sehr hilflos, in dem Sinne, dass ich nichts bis wenig tun könnte. Und wie vielleicht aus den letzten paar Zeilen hervorgegangen ist, bin ich auch oft etwas verzweifelt. Allerdings glaube ich, dass das irgendwo auch richtig ist, denn wenn mir diese ganze Rassismus- und Fremdenfeindlichkeitsscheiße egal wäre, wäre das irgendwie viel schlimmer. Ich habe mir vorgenommen, mir ein Beispiel an meinem Freund Jan zu nehmen und zu versuchen, gegen Rassismus aktiv zu werden. Ich weiß noch nicht genau, in welcher Form das passieren wird, aber ich hoffe, ich kann ein kleines bisschen meine eigenen Ängste überwinden, um für andere Menschen da sein zu können. Danke, dass ich hier meinen Gedankenwirrwarr rauslassen durfte und falls ich mit diesem Text die Gemütlichkeits- oder Wohlfühlzone von irgendjemandem überschritten habe, tut mir das leid. Und um das alles vielleicht mit einem positiven Gedanken abzuschließen, füreinander einzustehen und gut zueinander zu sein, ist etwas, das gar nicht wehtut. Im Gegenteil. Dankeschön. Guten Abend. Ich habe einen sehr fetzigen Text geschrieben. Und den lese ich dann nach der Pause im zweiten Teil. Jetzt erstmal den hier. Er heißt, geht etwas zu Ende. Oh. Acht Punkt ist doch nicht so gut. Geht etwas zu Ende, spüren manche Menschen dies eher, andere später. Geht etwas zu Ende, spüren dies alle Menschen gleichermaßen, aber manche handeln, anderen hingegen gelingt es, die Zeitpunkte von Begreifen und Verdrängen zusammenzulegen. Ein Sommer geschah. Ein Juli, in dem Laubbäume ihre Blätter abwarfen. Blätter sind nur Schmuck. Ein Baum lebt in der Erde. Der September war kaum kühler, aber die Tage kürzer, die Nächte so kühl, dass es Morgentau gab. Pflanzen tranken sich an Morgentau satt. Ein Sommer, in dem selbst in abgehängten, entlegenen ostsächsischen Kleinstädten SUVs statt Kleinwagen die Straßen und Parkplätze verstopften. Kleinwagen war früher. Ein Auto ist wenig anspruchsvoll. Gut, man sollte beim Erwerb einen fünfstelligen Betrag aufrufen. Braucht Winterreifen, Sommerreifen, Steuern, Haftpflicht, einen vollen Tank. Dazu kommen Luftdruck, der Reifen überprüfen, Fußraum aussaugen, Frontscheibe putzen, Wasser für die Waschanlage, Frostschutz im Kühlwasser, Ölstand nachsehen, Taschenlampe, Fotoapparat ins Handschuhfach legen. Aber das ist es dann noch schon. Das macht ein wenig Arbeit, die ist aber vor allem, seien wir ehrlich, mit Zärtlichkeit verbunden. Mit dem Gefühl, ein vollkommener Mensch zu sein, Herr über Pferdestärken. Wo stehst du denn? Na, ich stehe dort hinten, fuhr gerade einer raus, habe ich Glück gehabt.
Geht etwas zu Ende, blähen sich Gegenstand und Rhetorik noch einmal auf. Beispielsweise findet man Leute, die in den Bergen erfroren sind, manchmal entkleidet auf. Kurz vorm Tod erlebten sie intensive Wärme, Dankbarkeit, entweder für den Tod oder fürs gelebte Leben. So ist es mit dem Automobil und der Regel, ein Mensch, ein Auto. Ein Mensch, ein Auto, ein Mensch sitzt drin. Es ist vorbei, überholt, wenig sinnvoll. Glücksspendend ja, aber vorbei. Städte wurden 70 Jahre lang fürs rasende und parken wollende Auto umgebaut. Städte wurden optimal zukunftsweisend ausgebaut, sagen die einen. Parkhäuser statt Stadtpark, Asphalt statt Lunge. Städte wurden hässlich, gleichförmig, abgrundhässlich, sagen Hippies und Menschen mit Hang zu maßvollem Verhalten. SUV, sowjetisch-jugoslawische Volksrepublik. Heißt es nicht. Denn Stalin und Tito waren sich, obwohl beide rot, nicht grün. SUV, irgendwas mit sportlich und Versagen. SUV, Siegfried und Volker, Sieglinde und Veronika, Sieger und Verlierer, Soldaten und Pfotten, Soli und Verzicht, Seele und Veto, Sagen und Verschweigen, Soße unter der Veranda. SUV, wie werden wir die Dinger nun wieder los? Gar nicht. Ein Freund nannte mir einmal den Grund, weshalb sich alte Männer gern einen dicken Mercedes kaufen. Das ist ihr letztes Auto. Vielleicht ist die Schwemme der Angeberkarren auch direkte Folge von MeToo, also der Abschaffung männlichen Christentums. Denn was stand auf der steinernen Tafel, die Moses vom Berg runtergerollt hatte? Richtig. Die 10 Gebote. Erstes Gebot. Ein Mann darf zu jeder Frau auf dem Planeten Mäuschen sagen. Zweites Gebot. Ein Mann darf zu jeder Frau des Planeten, darf jeder Frau des Planeten auf den Po klatschen. Drittes Gebot. Frauen mögen das. Viertes Gebot. Betrunken ist ein Mann noch anziehender als ohnehin. Und so weiter. Diese sinnvollen Gebote wurden dann zwar zu irgendwelchen pazifistischen Quatsch umgeschrieben, aber Mann lebte weiterhin noch nach dem Original. Über 200 Jahre lang, bis amerikanische Schauspielerinnen ein Fass aufmachten. Deutsche Schauspielerinnen guckten sich das ein Jahr lang an und machten es dann nach. Dann Frauen ohne Schauspielberuf. Wo jetzt als Mann noch Trost finden? Ja, wie nicht anders zu erwarten, Schweigen im Saal. Und so blieb der Autoindustrie gar nichts anderes übrig, als SUVs zu bauen. Sie bettelte beim Bundestag und in Brüssel um härtere Abgas- und Benzinverbrauchsgesetze, aber der männliche Verbraucher sagte, no, du machst, was wir sagen. Wir brauchen Männerautos, keine Frauenspielzeuge. Alle Räder stehen still, wenn man Portemonnaies will. Die Autoindustrie ersuchte in großen Anzeigen Gnade für Umwelt, Schöpfung und aussterbende Arten. Aber der ehemals männliche Verbraucher sagte wiederum, no, große Autos oder wir machen dich krankenhaus. Was für ein Sommer. Die Ufer von Bächen und Flüssen begegneten sich oder kamen in Spuckweite. So siehst du also aus, anderes Ufer. Besser als ich siehst du aus. Eigentlich nicht, aber ich will höflich sein. Leute gehen zu Fuß auf die andere Seite. Fähren kippten auf die Seite. Der Fährmann trauerte. Seine Frau, eine Verwaltungsangestellte, bezahlte einen Flug auf die Kanaren, dann einen nach Griechenland. Doch der Fährmann dachte an seine Fähre. SUV sind wundervolle letzte Blüten auf dem Grab des einen Teils von Individualismus. Der andere Teil, Individualismus, fühlt sich durch Gemeinsamkeit nicht beschnitten.
Dankeschön. Und jetzt kommt der wunderbare Matthias Heine. Ja, hallo, ich habe euch einen Text mitgebracht. Heute einen langen, deswegen hacke ich den in der Mitte durch. Ich lese jetzt den ersten Teil und in der zweiten Runde am Anfang den zweiten Teil. Wir hatten vor ein paar Wochen ein schönes Theaterstück und dann hatten wir auch ein paar neue Freunde zu Besuch, die das angeguckt haben, syrische und ägyptische, und dann haben wir noch ein bisschen rumgesessen und uns unterhalten, und dann hat mir einer von denen erzählt, dass er und seine Freunde einen Ausflug gemacht haben an den Stausee und wollen baden gehen. Und in dieser Geschichte steckt alles drin, also es ist eine sehr heitere irgendwie, und irgendwie ist auch irgendwie eine große Allegorie, und die Geschichte will ich jetzt gerne vorlesen. Ich habe sie Baden gehen genannt. Und genau, und dann mache ich irgendwann den Break und dann gehen wir in die Pause. Noch was? Nö, mehr muss ich nicht sagen. Außer, ach ja, unsere Bundesfreiwilligendienstlerin hat letztens ein neues Plakat fürs Piccolo-Theater da in dem Durchbruch zur Sprem rangemacht. Da blieb hinter ihr ein Typ stehen, so ein Breiter, und hat zu ihr den schönen Satz gesagt, den man sich gar nicht ausdenken kann, weil er so grob ist und gleichzeitig irgendwie auch... Er hat zu ihr gesagt, sind das da bei euch alle so linke Fotzen an dem Theater? Ja. Baden gehen. Bassam, Hakim, Yusuf und Latif, Namen sind von der Redaktion geändert. Das große Finale hat so auch nicht stattgefunden, aber ihr seid in der Lage, das auseinanderzunehmen. Bassam, Hakim, Yusuf und Latif machen einen Badeausflug zum Spremberger Stausee. Bassam, der schon mal mit den Leuten vom DRK hingefahren war, hatte sich den Weg gut eingeprägt. Er will vorfahren, die anderen anführen. In der Unterkunft leihen sie sich 4 Fahrräder, sie treffen sich vor der Tür, der Sommer ist hoch, die Luft riecht nach Kräutern der Provence und Käsekräckern. Bassam reibt sich die Hände und klatscht sie aneinander. So, haben wir alles? Wasser, Badehosen, Handtücher. Die anderen tasten ihre Rucksäcke und Gehirne ab. Sie haben alles. Hakim fragt, ob jemand eine Taucherbrille hat oder eine Schwimmbrille oder einen Schnorchel. Hat keiner, woher auch? Wozu? Der Stausee ist ein See, da gibt's nichts zu sehen. Eine Luftmatratze hätte ich noch, sagt Yusuf. Aber ich weiß nicht, ob wir die nehmen sollten. Luftmatratze ist doch gut, wieso nicht? Wem gehört die? Fragt Bassam. Die gehört zur Unterkunft, die darf man schon benutzen, aber... Aber was? Naja, die ist ein bisschen sehr... was? Deutsch? Deutsch. Aus Papier oder was? Lacht Latif. So aus Formularen kannst du ein Boot falten und dann gute Nacht. Nein, nicht aus Papier. Sie ist deutsch im Sinne von deutsch, farbig, Deutschlandfarben, schwarz-rot-gold. Ja und, ist doch egal. Hat ja keiner gepachtet, die Farben, sagt Hakim. Ja, oder wir drehen die einfach um, dann ist Belgien. Latif hat einen guten Tag. Wohl kaum, sagt Yusuf. Wir blasen die erst im Wasser auf, schlägt Hakim vor. Dann ist es nicht so... Wieso? Fragt Bassam. Naja, so, ich weiß nicht, du weißt schon, egal. Er nickt Yusuf zu. Der stellt sein Rad an der Wand ab, läuft zurück ins Haus und holt das patriotische Wasserspielzeug. Sie fahren los.
wie Radprofis hintereinander aus Sachsendorf über die Gelsenkirchener Allee Richtung Martinskirche Madlow an diesen Getreidesilo-Dingern vorbei, an der Spree entlang, über den Reiterhof Richtung Frauendorf, in Frauendorf Richtung Neuhausen-Spree die Skater- und Radstrecke entlang, die sich an den Rapsfeldern durch die Misch- und Nadelwälder windet. Schweigend hintereinander her, wie Radprofis und ohne viel dabei zu denken. Wie Radprofis eben. Der Stausee. Sie schließen die Räder gegenseitig mit einfachen grünen und gelben Zahlenschlössern rund um eine Kiefer an. Der Strand ist voller Menschen, Urlauberinnen, Camper, Jugendliche liegen auf Handtüchern und Decken, rauchen, riesige bunte Flickwerke, Tätowierungen, Bäuche, Frisuren. Frisbeescheiben segeln über den glatten Spiegel des Sees hinweg. Kinder hocken an der Wassergrenze vor Kleckertürmen, die Hände in nassem Sand. Volleybälle tauchen wie unwirkliche Vollmonde am Himmel auf, bleiben kurz in der Luft hängen, verschwinden wieder aus dem viel zu hellen Blau. Die Jungs breiten ihre Handtücher abseits in ausreichender Entfernung zu den Nächsten aus, bloß niemanden stören. Sie erregen Aufsehen genug. Ich bleibe hier, ich passe auf die Sachen auf. Bassam zieht sein Handy aus dem Rucksack, legt sich hin, dreht sich auf den Bauch, ohne sein Shirt auszuziehen. Ja, geht ruhig rein, ich bleibe. Seit 2 Jahren geht Bassam nicht mehr so gern schwimmen. Hakim, Yusuf und Latif ziehen sich bis auf die Badehose aus. Latif ist zuerst fertig, er sprintet los Richtung Wasser. Feiner Sand explodiert hinter jedem seiner Schritte. Hakim folgt ihm. Yusuf legt seine Sachen zusammen, verstaut sie im Rucksack und nimmt die Luftmatratze heraus. Kann jetzt dauern, ne? Sagt er zu Bassam. Ja, ist gut, ich bleib hier, ich passe auf, die Fahrräder, ja, du weißt schon. Alles gut? Ja, alles gut. Jetzt hau schon ab. Hakim und Latif sind schon ein paar Meter rausgeschwommen. Yusuf steht jetzt bis zur Hüfte im Wasser und bläst die Luftmatratze auf. Die ist ein bisschen größer, als er sich das vorgestellt hatte. Hakim und Latif sehen, dass er besser nicht alleine sein sollte, sehen auch die große deutsche Fahne. Sie kommen zurückgeschwommen. Abwechselnd pusten sie die Matratze auf, während sich am Strand Leute versammeln. Was soll das? Fragt einer mit einer blau-roten Badehose und einem Bauch wie eine Schürze. Gab's da keine Araberfahne? Ein Dünner mit Tattoos und Sonnenbrille. Sowas gibt es nicht, antwortet Hakim und möchte gerne weiterhin. Halt die Fresse! Nehmt eure eigene Fahne! Ruft eine braungebrannte. Yusuf versucht zu erklären, dass Hakim aus Ägypten, Latif aus Afghanistan und er selbst aus Syrien stammt und dass das unterschiedliche Länder sind, die unterschiedliche Nationalfahnen haben und dass sie leider keine andere Matratze hätten finden können. Weitere Menschen schalten sich in die Diskussion ein, sie beginnen aufeinander einzureden, sie streiten. Ein Mädchen ist sehr aufgeregt, gleich weint sie. Sie will das Recht der Jungs auf Baden im Sommer verteidigen. Hakim wird die Szene immer unangenehmer. Lass schwimmen jetzt, ne? Sagt Hakim, taucht sportlich und seitlich in den See, macht unter Wasser 3 lange Schwimmzüge und ist schon in einiger Entfernung, als er wieder auftaucht und den anderen beiden zulacht. Sie schwimmen zu ihm, sie schwimmen gemeinsam. Diskussion und Strand entfernen sich, es wird stiller. Sie wechseln sich mit der Luftmatratze ab, die sie vor sich herschieben und stupsen und manchmal von sich schleudern, sodass sie kurz über dem See in der Luft steht und im Flirren des Sonnenlichts gewichtig, staatstragend und moralisch über dem See schwebt und webt wie die Fahne über dem Kanzlerinnenamt. 10 Minuten sind bestimmt schon vergangen oder vielleicht 15, als Hakim auf die folgenschwere Idee kommt, den See zu überqueren. Kurz halten sie inne, halten sich an der Matratze fest, schauen zurück zum Ufer, schauen zum anderen Ufer hin. Ist schon weit. Und noch weit. Ja, aber schaffen wir, oder? Zur Not haben wir die Matratze. Nur eine, sagt Yusuf. Ja, man kann sich abwechseln, sagt Latif. Wir brauchen keine Matratze. Wenn einer schwimmen kann, dann wir, sagt Hakim. Er und Latif lachen. Yusuf schlägt trotzdem noch einmal vor, umzukehren. Er wird aber von den anderen beiden überstimmt und wie das bei Jungs üblich ist, hat er keine Chance. Es gibt keine Schwäche. Sie schwimmen. Zug um Zug, die Luftmatratze wandert von einer in die nächste Hand und wieder zurück. Am Himmel werden dunkle Wolken sichtbar, ein leichter Wind streift ihnen kalt über die Köpfe.
Latif, Hakim und Yusuf streben zum neuen Ufer hin. Das will und will nicht größer, nicht greifbarer werden, während das andere wie zum Hohn immer winziger und winziger wird, sodass keine Menschen am Strand mehr zu erkennen sind, nur noch Punkte. Unklar, wer vorhin gegen und wer für sie gewesen ist. Dann nur noch der Strand als heller Streifen, darüber ein breiterer, grüner und darüber inzwischen finster der Himmel. Boah, ich kann nicht mehr, ich muss auf die Matratze oder ich sauf ab. Yusuf hustet. Latif und Hakim hieven ihn auf die Matratze, halten sich an ihr fest und ruhen auch kurz aus. Der Wind geht stärker und erste Regentropfen fallen vor ihnen, hinter und neben ihnen ins Wasser, das jetzt lebendig zu werden scheint, wie wenn Fischernetze eingeholt werden. So, ist egal jetzt, wir müssen weiter. Latif hält eine Ecke der Matratze an der linken Hand, mit der rechten schwimmt er weiter. Hakim schimpft. Yusuf entdeckt in etwa 100 Meter Entfernung ein Ruderboot, das auch überrascht vom plötzlichen Regenguss Richtung Ufer steuert. Wahrscheinlich einen Angler. Sie rufen um Hilfe, winken. Kurz halten die Ruder inne, werden aus dem Wasser gehoben. Der Angler schaut, begründet irgendwas für sich. Dann fährt das Boot weiter, kehrt nicht um. So, ja, los, wir müssen weiter. Hakim fasst die andere Seite der Matratze an. Unter Wasser berühren sich immer wieder ihre Beine. Der Himmel ist schwarz wie am Tag des jüngsten Gerichts. Hinter den Wolken leuchten Blitze. Der Donner grollt und kracht mal näher, mal in weiterer Ferne. Mal schlägt er direkt über ihnen zusammen. Auf der Matratze schließt Yusuf die Augen und es ist wie nach Hause kommen. Regen und Wind frischen weiter auf und peitschen den See. Wasser von allen Seiten. Die drei kämpfen sich durch den Sturm, nur hinüber auf die andere rettende Seite. Dann hört es auf. Erleuchtung, die Sonne. Sie hängen ihre Oberkörper zu dritt über die Luftmatratze und paddeln mit den Füßen Richtung Ufer, das nun vor ihnen liegt und sich langsam von einer Unmöglichkeit zu einer hoffnungsvollen Möglichkeit verwandelt. Boah, gleich haben wir es geschafft. Wir haben es gleich geschafft, keucht Yusuf. Allahu Akbar, sagt Latif. Vollkommen erschöpft erreichen sie das andere Ufer, stolpern und kriechen aus dem Wasser wie Gestrandete. Drei junge Männer mit einer patriotischen Luftmatratze schlagen ihre Hände auf die Bargenzer Seite des Spremberger Staus. Zwei ältere Damen packen sofort ihre Sachen zusammen und laufen weg, so schnell es eben geht. Irgendwo schreit eine andere Frau, die zu viel ferngesehen hat. Yusuf, Latif und Hakim liegen keuchend am Strand. Basam, sagt Yusuf zuerst, wir müssen Basam Bescheid geben, der denkt bestimmt, wir sind ersoffen. Ja wie, wir haben kein Telefon und nix, sagt Latif. Aber wir rufen den Herrn Schuster an, in der Unterkunft, die Nummer habe ich im Kopf, der kann dann Basam anrufen. Ja, oder wir kommen irgendwie schnell wieder zurück. Schwimm, Latif lacht. Super, Latif, ganz toll. Yusuf steht als erster auf, schlägt sich den Sand von den Knien. Wir brauchen ein Boot. Pause. Vielen Dank. Pause von 12,5 Minuten zum Rauchen und zum Trinken, zum frischen Luft schnappen. Dann geht es weiter. Vielen Dank. Was denn sein? Was denn? Ich geguckt hast. So, alle sind da?
Ja. Hast du schon mal den Text? Nee. Dann? Entscheidet ihr jetzt wieder über den Verlauf der zweiten Runde mit eurem Abstimmungsapplaus? Nein, alles gut. Tür leise schließen. Und dann sage ich nochmal das zweite und letzte Mal für heute Abend. Dann. Oder jetzt ein bisschen freundlicher gucken. Nein, also, ich kann los. Das ist euer Moment! Als Kind. Kinder? Nein, nein, nein. Kinder sind ganz lieb. Der war bestimmt auch ganz lieb. Da war in der Mitte zu viel im Spiel, im Familienvermögen. Das macht also keinen guten Charakter. So, wir starten in die zweite Runde der Lesebühne Cottbus. Des Jahres 2018 hier im Oktober, heute Halloween Special und Reformationsreigen. Es lesen für euch Udo Tiffert, Josephine Meinhardt, Mathis Rau und Daniel Rattay und ich. In Übereinstimmung mit der Prophezeiung, vielleicht das noch der Hinweis, jetzt wo ihr gerade noch zuhört, das da vorne ist die Spendenbox. Da könnt ihr gerne, wenn ihr was gut fandet, heute 20 Euro reintun. Oder was ihr habt. Also zwacken ist schon okay oder ein Zehner oder so. Danke Jana Bruchhartz, die, wo ist die Jana? Da? Jana Bruchhartz, die wie immer unsere Anzeige im Hermann finanziert. Das macht sie einfach so, das ist nicht normal. Und deswegen. Großen Applaus auch für Maiko, der halt zum zweiten Mal die Veranstaltung mitschneidet und das in verschiedenen Kameraperspektiven macht und es ist jetzt auch im Internet die letzte. Und wer sie gesehen hat, der weiß, das ist eine tolle Arbeit gewesen. Und auch einen großen Applaus für seine Assistentin, die ist nicht irgendwer, die ist nicht irgendwer. Das ist die Staatstheater-Schauspielerin Luzi Tiedel und Maiko, Applaus! Auch Christian Kabun, unser Gedanke, der da hinten in der Ecke am Klavier sitzt und den Podcast-Mitschnitt macht für die Veranstaltung. Bald gibt es eine neue Webseite. Danke, Matthias, dafür, dass du darum kümmerst. Ein Applaus noch für Christian Kabun! David Kopsch wird in Euro applaudiert, sozusagen. Aber auch David noch für die großartige Vorbereitung der Veranstaltung. Applaus für David Kopsch. Ich hätte es nicht sagen sollen. Wir gehen gedanklich wieder zurück an den Stausee. Wir waren alle schon mal da. Wir haben den Radweg wahrscheinlich alle auch schon gemacht. Wir sind also wieder am Stausee. Mitunter jetzt übrigens schon auf der Bargenzer Seite. Ich habe jetzt gerade mitgekriegt, Hassan ist heute hier. Hassan hat das erlebt. Und er kann euch nachher sagen, was daran jetzt erlogen ist von mir. Die Luftmatratze, vielleicht war die jetzt gar nicht schwarz-rot-gold, ja. Aber man braucht ja einen Aufhänger, Die Bildzeitung macht es auch nicht anders. Und es gibt jetzt gleich noch das große Finale, das natürlich so auch nicht direkt, ne? Aber passt so in die Überzeichnung. Wir sind also an der Bargenzer Seite und haben die Hand an den Strand geklatscht. Oder wir kommen irgendwie schnell wieder zurück. Schwimm, Latif lacht. Super, Latif. Ja. Jetzt. Super, Latif, ganz toll. Yusuf steht als Erster auf, schlägt sich den Sand von den Knien. Wir brauchen ein Boot. Die Jungs entfernen sich vom Strand und gehen hoch zum Fahrradweg. Richtiger Badestrand ist das hier nicht, sagt Hakim. Auf dem Weg gibt es nur drei richtige Hinweise auf Zivilisation, den Weg selbst, einen wilden Parkplatz und einen provisorisch wirkenden Bootsschuppen. Vor dem Schuppen hängt ein Schild.
Bootsverleih zum Bootsfrieden, Boote, Kanus, Stand-Up-Paddling, Fischbrötchen nach Saison. Am Himmel knattert ein Polizeihubschrauber über den See. Die Jungs sehen ihm hinterher. Auch der Mann vom Bootsverleih schaut in den Himmel und versperrt eilig den Schuppen, als er die drei jungen Männer mit der patriotischen Luftmatratze näher kommen sieht. Flüchtlinge, denkt er, und Hubschrauber-Einsatz, Hubschrauber-Einsatz. Halt, halt, ruft Latif. Entschuldigung, können Sie uns helfen? Der Mann vom Bootsverleih kriegt die Tür rechtzeitig zu. Hinter einer kleinen Luke spricht er sehr laut und langsam mit den drei Gefährdern. Im Hintergrund kann man eine Frau hören. Wir haben geschlossen. Zu. Klosett. Entschuldigung, können Sie uns helfen? Wir müssen zurück an das andere Ufer oder telefonieren. Sicher werden wir schon gesucht. Wir haben geschlossen. Zu. Tut mir leid. Sorry, wir Klosett. Go. Sie sind der einzige Mensch weit und breit hier. Bitte, wir sind über den See geschwommen. Wir haben die Entfernung unterschätzt. Über den See, das ist doch Quatsch, das schafft keiner. Es war auch sehr anstrengend. Wir hätten beinahe aufgegeben. So könnt ihr euch ausweisen. Papiere. Passport. Das ist doch ein Fetisch von denen, sagt Hacking. Halt die Klappe, sagt Yusuf. Und wir haben nur unsere Badehosen, diese Luftmatratze. Wir heißen Yusuf, Hakim und Latif und wir würden gerne ein Boot leihen. Stille. Im Hintergrund hört man Frau und Mann immer wieder miteinander flüstern. Ja, wie soll das gehen ohne Geld und Papiere? Ihr könnt mir ja hier viel erzählen. Ich gebe Ihnen mein Wort. Vielleicht kommen Sie einfach mit. Wir rudern Sie auf die andere Seite. Und dann können Sie Ihr Boot zurückhaben. Wir brauchen Hilfe. Wir haben auch ein bisschen Geld. Was kostet denn eine Stunde? Wir haben leider schon geschlossen. Öffnungszeiten. Bitte lassen Sie uns in Ruhe, ruft die Frau mit weinerlicher Stimme. Wir haben nichts. Komm, wir gehen, sagt Hakim. Können Sie uns wenigstens sagen, wie wir auf diese andere Seite kommen? Mann und Frau beraten. Einfach um den See. Kommt es nach einer Weile von drin. Durch einen Spalt wird eine laminierte Karte des Spremberger Stausees geschoben. Als Latif danach greifen will, wird sie von drinnen mit aller Kraft festgehalten. Die könnt ihr nicht mitnehmen, das ist unsere einzige Karte. Die sind verrückt, flüstert der Kind. Halt die Klappe, flüstert Yusuf zurück. Ja, aha, wie weit ist das etwa? Fragt Latif laut gegen die Tür. Mann und Frau beraten. Dann meldet sich die Frau zu Wort. Es sind etwa 7 Kilometer. Das kann man auch laufen. Und jetzt lasst uns in Ruhe oder ich rufe die Polizei. Können wir bitte kurz telefonieren? Unser Freund Bassam, der wartet auf der anderen Seite und der denkt bestimmt, wir sind ertrunken. Beratung. Offensichtlich kommt für den Mann ein Telefonat in Frage. Sie streiten kurz in ihrem Häuschen. So, haut jetzt ab hier oder ich rufe die Polizei, schreit die Frau energisch. Komm, wir gehen jetzt, Polizei geht gar nicht, bestimmt Hakim. Ja, vielen Dank, sagt Yusuf und schlägt mit der flachen Hand gegen die Tür. Drin schreit eine Frau und greift zum Telefonhörer. Latif zieht Yusuf am Arm. Komm jetzt. Sie machen sich also zu Fuß auf den Weg. Barfuß immer am Wald entlang, links Wald, rechts der See. Hakim trägt die schwarz-rot-goldene Luftmatratze unterm Arm. Sie reden nicht, sie haben Durst. Es ist immer noch sehr heiß. An einer Stelle klettern sie hinunter ans Ufer und trinken aus dem See. Als sie wieder auf den Weg zurückkommen, begegnen sie zwei jungen Mädchen. Eine studiert Soziologie, zählt zusammen 5 Personen, eine Gruppe aus soziologischer Sicht. Das Wort Gruppenvergewaltigung schießt ihr durch die Synapsen und schaltet alle Systeme auf Rot. Alarm! Die Mädchen retten sich panisch in den Wald, als hätten sie ein Gespenst gesehen. Hinter einer Baumwurzel verständigen sie in ihrer Not flüsternd die Polizei und bleiben noch 20 Minuten in ihrem Versteck. Die Jungs laufen weiter, ohne die Szene zu kommentieren. Dafür sind sie jetzt zu schwach und zu durstig. Der Polizeihubschrauber kreist weiter über den See.
Auch Bassam auf der anderen Seite hat die Polizei gerufen. Als Latif, Hakim und Yusuf nach Stunden dehydriert auf der anderen Seeseite ankommen, die patriotische Luftmatratze noch immer unter Hakims Arm, warten bereits 3 Einsatzwagen auf sie. Bassam erkennt sie bereits aus der Entfernung an der Deutschlandfahne. Er hat 4 Rucksäcke am Körper und rennt seinen Freunden zwischen Decken und Handtüchern vorbei an Volleybällen und Tätowierungen erleichtert und glücklich entgegen. Feiner Sand explodiert hinter jedem seiner Schritte. Er ruft: Allahu Akbar! Ihr lebt! Ihr lebt! Allahu Akbar! Hakim winkt ihm groß mit der patriotischen Matratze zu. Allahu Akbar! Nach einer Sekunde der totalen Stille stürmen die Leute am Strand fächerförmig auseinander. Kreischen, werfen ihre Kippentaschen und Wurstbrote durch die Gegend. Kommen zurückgerannt und bringen schnell noch ihr iPhone in Sicherheit. Ein hysterisches Finale im Staub von Brandenburg. Sie schieben und stoßen, sie trampeln einander nieder. Gesichter von Rentnerinnen werden von jugendlichen Füßen in den Sand gedrückt. Männer stoßen Frauen und Kinder in die Büsche. Weiße Menschen mit krebsroter Haut schlagen sich, um sich zu retten, bis in den sonnenverbrannten Waldrand durch. Sie springen in ihre Autos, wollen davonfahren, das nackte Leben schützen, die nackte Existenz, die Boomboxen, die Schwimmutensilien, Fahrzeuge, Telefone, den Kartoffelsalat. Das Abendland retten. Ein Polizist zieht die Schusswaffe und schießt 3-mal in die Luft. Die Szene hält an. Die 4 werden vorläufig festgenommen. Die Polizei räumt den Strand und versucht, die erschrockenen Einheimischen, die Urlauberinnen und Urlauber, zu beruhigen. Latif, Hakim, Yusuf und Bassam erklären sich im Mannschaftswagen und werden schon nach 2 Stunden wieder auf freien Fuß gesetzt. Als sie zurück zu ihren Fahrrädern laufen, ist der Strand leer. Die Sonne geht langsam unter. Bevor es richtig dunkel ist, müssen sie wieder in der Unterkunft sein. Zu Hause hat dazu noch keiner gesagt. Yusuf lässt die Luft aus der Matratze, faltet sie gewissenhaft 3-mal und verstaut sie in seinem Rucksack. Vielleicht will sie morgen jemand anderes ausleihen. Der Sommer ist noch lang. Vielen Dank. Und jetzt kommt für euch Daniel Rattay. Ja, jetzt wieder aus der Reihe Gedichte, die zu schlecht sind, dass man sie einem geliebten Menschen oder einem gelehrten Menschen überreichen möchte. Aber wo kann man sie verbraten? Bei der Lesebühne. Alcatraz Arbeitsamt. Ich trete ein in das schlaffe Büro und in der Luft schweben 1000 Tropfen Wasser. Setzen Sie sich dorthin, sagt ein Mann mit Brille. Ich schneide mir mit der Hand einen Tunnel durch seinen Dunst. Ich bleibe freundlich und sachlich. Meine Argumente tragen Geschenkpapier. Zuletzt schiebe ich die Beweisakten unmissverständlich in den Privatbereich seiner Schreibtischplatte. Die Verblüffung ist ein netter Taschenspielertrick, weil niemand den Faden sieht, an dem die Kinnlade herunterklappt. Ich erlebe ein Musterbild der Hilflosigkeit, ein Lehrbeispiel für Psychologiestudenten. Seine Gestiken tanzen einen merkwürdigen Reigen mit jedem greifbaren Ding. Seine Stimme stottert Musik von Scatman John. Füllwörter stopfen Risse im Damm. Und mir dämmert, dass die Situation brenzlig ist. Ich lehne mich zurück. Meine Präsenz ruft Beam me up und löst sich auf. Der Mann soll allein sein. Allein bleiben auf seiner EDV-Brücke. Nur meine Augen werfen noch scharfes Kegellicht auf die trübe Tasse. Ich kann Ihnen nichts sagen. Tut mir leid. Ich muss das erst prüfen. Die Ablehnung Ihres Antrages. Es war gut, dass Sie Widerspruch eingelegt haben. Die eingelegte Sprotte auf Drehstuhl riecht wieder Land. Sein Eiland. Alcatraz. Er entdeckt, dass wir drinnen und nicht draußen sind. In dieser Zelle ist er Fürst und ich unter Verhör. Wie lange brauchen Sie? Er wird sofort nervös. Ein paar 100 Brodem-Tropfen steigen wie Ballons hinter ihm auf zu ihrer letzten Reise. Jung noch der Mann mit Brille. Auf seiner Haut im Gesicht stimmt etwas nicht, aber er ist kein Trinker. Es gibt Fürsten hier in den Zellen von Alcatraz mit gelbem Teint und roten Nasen. Er futtert nur zu viel. Drum ähnelt er bösartig betrachtet einem Ferkel mit Brille und Pullover.
Gutartig jedoch vielleicht wie Franz Schubert. Ja, warum nicht? Der verdutzte Franz Schubert vor seiner Computerklaviertastatur beim Komponieren der Arie Nur wer die Sehnsucht kennt im Frühstadium. Ein verlegener Schubert, weil ein Auftraggeber vor ihm steht, der Ergebnisse verlangt. Das kann 2 bis 3 Wochen dauern, stößt Schubert angriffslustig hervor. Vielleicht 4. Also 5, denke ich. Ich werde 5 Wochen ohne Geld sein. Jene Schweißballons von Franz Schubert bilden vor meinem geistigen Auge eine Wortkette als Flugformation. Willkommen im Leben, Freundchen. Ich fühle mich seltsam leicht in meinem Ruderboot, schlage die Paddel mit Schwung ins Wasser und gleite von Alcatraz hinweg. Schaue nach seinem Büro und es dauert ein wenig, dann erkenne ich ihn. Franz steht nur halb im Fenster. Der Schweinchenteil hat sich hinter der Mauer versteckt. Der Komponist aber schaut aufrecht. Wir nicken uns zu, bis wir beide am Horizont verschwinden. Ich lasse mich treiben. Innenstadt, Parkanlagen, ein Spielplatz. Dann rudere ich fest in meine Straße und bin gespannt auf mich. Der Autopilot. Die Bäume rauschen vor dem Fenster, gleich springenden Affen in der Dunkelheit. Toll dreiste Tierwesen in mahnender Weiß. Der Rücken seiner Anvertrauten glänzt im Mondlicht. So Johnny schleudert Gedanken in die Nacht, wie Kugeln aus einem Betäubungsgewehr. Keiner der Affengeister zeigt sich betroffen. Grob der Wind weht seine spottende Kraft. Ihre Hand wandert über die Baumwollwüsten und Johnny denkt, wann ist es geschafft? In jeder Entfernung, oh, wohl sei die O gar klein. Da liegt Johnnys Hoffnung, oh, da gehört ihm sein Sein, oh. Wenn ihre Augen funkeln und ihre Desillusionen in grellen Farben, geschmacklose Tapeten an Wänden nämlichst der kleinen Wohnung drängen, wenn seine Unzulänglichkeiten Accessoires von Pfennigläden auf Fenstersims und Anrichte ausgestellt verstellt werden, wenn der Spiegel das Magerwerden bewundert und die Einsamkeit auf Schwermut gafft, wohl denkt unser Johnny, wann ist es geschafft, wann ist es geschafft? In jeder Entfernung, oh, wo sei die O gar klein? Da liegt Johnnys Hoffnung, oh, da gehört ihm sein Sein. Oh, Autopilot, oh, lass Johnny nicht allein. Wenn die Affen vor dem Fenster impertinent sind und nicht ruhen wollen und die Drogen des Betrogenen Wirkung zeigen erst im Verfall, da beginnt eine Ahnung zu leuchten, als läge unser Heiland im Stall. Freilich Trost erhitzt jedes Eingeweide, aber Glaube vergeht am Atheist und Gefühle brennen wechselhaft. Was bleibt, ist die Frage der Fragen. Oh Johnny, wann ist es geschafft? Und das Letzte. Jetzt wird's albern. Na los. Also. Niemand in der großen Stadt weiß um mein Geheimnis. Lächelnd hole ich mir Rat über ein Versäumnis. AB, AB. Ach, das ist nicht weiter schlimm, grunzt der Mann am Schalter. Jeder hat mal einen drin. Lustig macht's und heiter. Nee, so lustig war das nicht, strahle ich zurück. Moni kochte ein Gericht und zum 100.000 Mal hat sie Kapern und Lorbeerblätter reingemacht. Ich hasse Kapern und Lorbeerblätter. Es ist mir egal wegen des Geschmacks. Ich will sie nicht rausholen. Es ist mir egal, ich will sie nicht. Na nun, werden Sie mal genauer, wurde ernst der Mann. Haben doch im Dunste blauer wohl der Moni nichts getan? Ach Ivo, rufe ich ganz laut, Moni ist am Leben. Hab ihr nur die Brust zerkaut, auch drüber, drunter und daneben. Darüber ist doch gleich der Kopf. Genau, kreisch ich wie Seide. Und drunter ist doch, ja, mein Herr, darunter ist die Scheide. Daneben liegen Arm und Arm und hinten ist der Po. Da hinten ist am längsten warm. Ich sag das nun mal so. Ansonsten geht's der Moni gut. Sie liegt auf weißem Zwirn. Beseitigt habe ich all das Blut sowie die Fetzen Hirn. Ich denke, es schlägt des Monis Herzen. Ich denke, plaudern kann sie doch. Naja, die Moni konnte scherzen, bis vor 2 Wochen etwa noch. Mein Herr, wurde der Mann nun bleich, dann muss ich sie verhaften. Meine Kollegen kommen gleich, die können das verkraften. Nun lass den Hörer mal beiseite, sprach ich mit ernstem Ton. Sie kennen doch gewisse Leute. Naja, sie wissen schon. Sie haben doch da einen Bruder, ein Fleischersmanne, wie man hört. Der nimmt doch gerne solche Luder und das hat sie noch nie gestört.
Ja, allerdings, da haben Sie recht. 2 Wochen, sagten Sie zu mir. Da wird das Fleische langsam schlecht. Da gebe ich mal die Nummer hier. Das ist die Nummer von der Zunft, zu der mein Brudersmann ein Meister. Dort liefern Männer in der Brunft die Hüllen ihrer Geister. Fast jedem Mann passiert nun mal ein Missgeschick. Was soll man machen? Der eine tötet sie mit Schick, der andere lässt so richtig krachen. Doch wichtig ist, wenn was passiert, dann hält man schön die Schnauze. Mein Bruder still das Weibe rührt, zum Volke in die Plauze. Ich danke Ihnen, guter Mann, sprach ich mit leichtem Ton. Wenn ich was für Sie machen kann und rufen, komme ich schon. Na nun, wenn Sie so freundlich sind, ich will mich nicht genieren und würde von dem zarten Kind vielleicht ein Stück probieren. Worauf wir zwei aus vollem Hals ein Männerlachen krähen, mit Handschlag und mit Hopfenmalz die Freundschaft siegeln gehen. Dankeschön. Und jetzt Matthias Rau. Ich auch. Ah, was für ein Scheiß. Also ihr merkt schon an der innigen Verbindung, die hier existiert, ich habe einen sehr engen Draht zu Udo Tiffert. Was die wenigsten wissen, ich bin Vorstandsvorsitzender des Udo Tiffert-Fanclubs Mitte Ströbitz. Ich habe gedacht, das ist jetzt, ich denke so oft an Udo Tiffert, jedes Mal, wenn ich Vögeln sehe da draußen oder meinen Freund Wolf treffe oder andauernd eigentlich. Und dann dachte ich, gut, du könntest mal ein Udo Tiffert-Gedicht zusammen koalieren. Das wäre dann dieses hier. Am Himmel steht die Weihe. Hoch über den Köpfen des kleinen Mannes thront sie und ist doch nicht abgehoben. Ist Vogel, ohne dass der kleine Mann sie so bezeichnen würde. Sieht auf die Stadt, den Beton, die Wohnblocks. Das Café, das stark nachgelassen hat. Sieht Menschen, ganz normale Menschen. Eine junge Frau mit Fahrradschloss um den Hals. Einen Handwerker, der beim Italiener sitzt. Eine Fleischverkäuferin, auch beim Italiener. Sieht einen berühmten Radiomoderator, einen Banker. Sieht also auch nicht so normale Menschen. Sieht ihre Stimme, wie sie da joggt an der Spree. Sieht einen Zaun am Tierpark. Auf dem Zaun sitzen die Schwalben und fressen. Danke. Und jetzt für euch the one and only Udo Tiffert. Meine, Ratei, Mathis, Udo. 4. Ach schon. 5. Gut. Ich habe jetzt 2 Texte. Einer ist so ziemlich kurz. Und der andere ein bisschen. Da erzähle ich, was ich so viel Musik höre. Aber erst der kurze. Als der eloquente, bescheidwissende Unterhalter mal kurz die Fresse hielt. Sie waren zu dritt in die Kneipe gekommen. 2 Männer, 1 Frau. Alle 3 knapp über 30, hatten sich an die Bar gesetzt.
Der Mann links von der, der links von der Frau saß, wusste stets etwas zu sagen, wusste Schweigesekunden in ihrer Zahl zu begrenzen, zu eliminieren, wusste viel. Ihre Themen wechselten rasch. Mal überlegte die Frau, mal dachte der Mann rechts von ihr sitzend nach. Immer hatte der Mann links von ihr die ergänzende Erklärung, die nötige Korrektur, das wirklich Wesentliche parat. Freundlich mit einer Prise vorpreschendem Schalk. Nur einmal zu Beginn hatte es einen Moment Stille gegeben. Die sehr dünne, hagere, besenstieldünne, dunkeläugige Frau hatte beim Platznehmen bzw. kurz darauf ein Detail des Ablegens ihrer Garderobe beschrieben. Mist, Pullover ist an den Titten hängen geblieben. So was hast du? Fragte der Mann links von ihr. Ja, frag ihn, wies die Frau zum anderen Mann. Da gab es diesen Moment Stille. Eins zu eins abgeschrieben. Diese aufgefüllten langen Minuten. Während derer ich zum ersten Mal Renfts zwischen Liebe und Zorn hörte, 1972. Diese ein Universum öffnenden langen Minuten, während derer ich zum ersten Mal Pink Floyds Dogs hörte, heiseres Hundehusten durch unser aller Nacht, oder als ich Welcome to the Machine von Pink Floyd hörte, oder Sweet Child in Time von Deep Purple, oder Anarchy von den Sex Pistols. Alte Leute erschrecken, wichtig. Als ich diese Weite erlebte im zweiten Klavierkonzert von Rachmaninow, als Schwung und Größe über mich hinweg tobten in der Pathetik von Tschaikowski, als ich den Jazz mit dem Körper begriff, sich später das eitle Köpfchen dazugesellte, jedoch klug genug blieb, sich weiterhin zurückzuhalten. Lyle Mays, Wynton Marsalis, Eberhard Weber, Joe Savinul, die Bauerbrüder an den Posaunen, die Meisterschaft der Uschi Brüning, Garnelin-Trio, Jean-Luc Ponty an der elektrischen Geige, Jazz, Jazz, Können und Freiheit. Lächelnde Lebendigkeit nachts, als ein Sender Musik aus dem Kongo, aus Mali, aus Nigeria, aus dem Senegal brachte. King Sunny AD beim WDR Rockpalast, Salif Keita, die kraftvolle Oumou Sangaré aus Mali. Diese erschrockenen, gierigen Minuten, wenn ich als Jugendlicher noch begriff, dass ein Künstler ein Stück nur für mich geschrieben hatte und das, obwohl er mich gar nicht kannte, nicht kennt, nie kennenlernen wird, war es doch nur für mich allein. Haunts of Ancient Peace von Van Morrison. Die ersten beiden Soloplatten von Nina Hagen, 1978-79. Was für ein Talent, was für eine Sorgfalt und Hochachtung vor Gefühlen. Diese enorme schauspielerische Geschicklichkeit beim Singen mit etwas Frechheit überdeckt. Heroes von Bowie, The Hammer, Motorhead. Die Meeresfahrt von Lift. Songs for the Dying, John Cale. Slave to the Rhythm, Grace Jones. I open myself now and this is all of me. Nur in der LP-Version. Court is the Killer, Neil Young. Coyote und Song for Sharon von Joni Mitchell. Oder wie Joni Both Sides Now singt. The Cure, Sigur Rós. Istanbul, Hati Razi, singt Sezen Aksu. All das von der Platte auf Kassette überspielt, um die Platte zu schonen oder auf Spulentonband. Jahre später CD besorgt.
erfüllte Jahre später MP3 in den Ordner nur das Edelste kopiert. Dann auf Song wiederholen geklickt. Es läuft und läuft und du hörst gar nicht mehr hin. Die Verfügbarkeit verwischt das Besondere. Aber manchmal halte ich in dem, was ich gerade tue, inne, hält es mich an, entleert mich, macht mich allein, einsam und bedürftig, zu einem stinkenden Silberfischchen, rasend auf kalten Kacheln, das niemand braucht, niemand hört, hässlich, stolze, winzige Kreatur, dessen Ort niemand kennt, niemand vermisst zu kennen. Dann höre ich den Song, einen der Songs, die es nur wegen mir gibt, wieder. Zum ersten Mal höre unbekannte Musik zu unbekannten Worten. Mein Knochenmark existiert nur dafür, Hautfleisch nur dafür. Arterien, Venen, Lymphbahnen nur dafür, das zu empfangen, zu behalten, selber so gut wie das zu sein. Wieder versorgt mich Musik mit allem, allem, was ich benötige. Jetzt kommt Josephine Meinhardt. Ich habe in meinem zweiten Text über Albträume geschrieben, deswegen passt es vielleicht ein bisschen zu Halloween, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das kann ja jeder für sich entscheiden. Ich habe da drin tatsächlich einen von diesen komischen Gaming-Begriffen, in dem es in Mattis erstem Text drin ging. Man merkt bestimmt, wann der kommt, weil das bei mir wahrscheinlich irgendwie, so halt wirkt. Aber ich hoffe, es ist okay. Es ist Sonntag und Arthur und ich haben frei. Arthur sitzt mit Kopfhörern auf den Ohren vor dem Computer und spielt irgendein Spiel. Ich habe bis gerade eben Black Mirror auf Netflix geschaut, jetzt ist die Staffel zu Ende und mir ist langweilig. Ich stelle mich neben Arthur und schaue ihm beim Computerspielen zu. Es sieht nicht so schwer aus, aber Arthur guckt ungemein angestrengt und scheint auch nicht gemerkt zu haben, dass ich neben ihn getreten bin. Scheiße, jetzt habe ich aus Versehen Kamele gebaut, murmelt er abwesend. Ich tippe ihn an. Sein Kopf zuckt erschrocken hoch und er schiebt die Kopfhörer runter. Alter, seit wann stehst du denn hier? 30 Sekunden, antworte ich. Mir ist langweilig, erzähl mir mal was. Arthur blickt sehnsüchtig zum Computerbildschirm. Aber ich muss gerade Lila wipen. Mit Blick auf meinen fragenden Gesichtsausdruck fügt er hinzu, ich muss den Spieler, der Lila markiert ist, besiegen. Komm schon, dränge ich und ziehe dabei an seinem Arm. Erzähl mir irgendwas. Arthur schaut noch einmal zum Bildschirm, scheint aber aufgegeben zu haben und wendet sich wieder mir zu. Okay. Und was soll ich dir erzählen? Fragt er etwas genervt. Na, irgendwas, sage ich, setze mich auf einen Sessel, stütze das Gesicht in meine Hände, beiße mir auf die Unterlippe und schaue ihn erwartungsvoll an. Jepf, mach! Er überlegt kurz und fragt dann, habe ich dir schon mal von meinem schlimmsten Albtraum erzählt? Ich schüttel den Kopf. Also, ich habe drei Albträume, an die ich mich ganz deutlich erinnern kann, erzählt Arthur. Bei dem einen bin ich bei meiner Uroma zu Hause, die auf dem Dorf wohnt. Und meine Oma und mein Opa sind da und auch der Bruder von meinem Opa und dessen Frau. Und ich bin aus welchen Gründen auch immer Mike Lotzkowski. Das grüne, runde Monster aus der Monster AG, das nur ein Auge hat, hake ich nach. Ja, genau der, antwortet Arthur. Jedenfalls bin ich Mike Lotzkowski und weil ich als Mike Lotzkowski bei meiner Uroma bin, ist natürlich auch Sully da. Das andere Monster aus der Monster AG, das große, blaue, flauschige. Ich nicke verständnisvoll. Ja, klar. Okay, also ich als Mike Lotzkowski und mein Freund Sully sind bei meiner Uroma, fährt Arthur fort. Alles ist erstmal gut und irgendwie ist es auch völlig normal, dass ich ein kleines, grünes, einäugiges Monster bin und mein Freund ein riesiges, blaues Monster ist. Aber nach einer Weile sagt Sully, dass er jetzt gehen muss. Ich bin irgendwie der Überzeugung, dass wir zusammen gehen, wir sind ja beste Freunde oder so,
Deswegen gehe ich mit ihm in den Flur und da stehen ganz viele Taschen und Koffer. Ich frage, wessen Taschen das sind und da sieht mich Sully von oben mit einem unendlich traurigen Blick an und sagt, dass es seine Taschen sind und dass er jetzt ohne mich geht, dass er für immer geht und wir uns heute zum letzten Mal gesehen haben. Er weint und ich weine und dann geht er, ohne dass wir uns nochmal umarmt haben oder so. Das war so eine komische Art Traum, so eine, bei der man schon im Schlaf in Wirklichkeit anfängt zu weinen, weil der Traum so traurig ist und wenn man aufwacht, fühlt sich alles ganz schlimm an und man heult und weiß aber, dass man nur geträumt hat, aber man kommt einfach auf diese ganze Emotionalität gerade nicht klar. Arthur sieht mich an. Er sieht nicht traurig aus, sondern eher so, als würde er erwarten, dass ich jetzt irgendwas sage. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt gerade eine krasse persönliche Offenbarung von ihm war, deswegen bleibe ich still und schaue zurück. Ja, normalerweise würdest du jetzt was sagen, so funktioniert das bei einem Gespräch, bricht Arthur die Stille. Ich setze mich gerade hin. Kennst du das, wenn in Träumen deine Bewegungen in geladenen Situationen nur unendlich langsam funktionieren, frage ich ihn. Ja, sagt er mit großen Augen. Das ist bei mir ganz oft, wenn ich vor irgendwas wegrennen will. Ich habe das immer, wenn ich im Traum jemanden schlagen will, sage ich. Arthur schaut verwirrt. In welchem Kontext willst du denn im Traum jemanden schlagen? Na, ich träume manchmal, dass ich von jemandem beleidigt werde oder dass sich jemand über mich lustig macht und dann will ich die Person ohrfeigen, aber mein Arm bewegt sich super langsam, so als müsste ich ihn durch sehr dicken Schlamm drücken und ich strenge so doll meine Muskeln an, aber am Ende streiche ich die Wange der Person nur so ein bisschen. Das ist so frustrierend. Arthur sieht mich mit kritischem Blick an. Das klingt, als müsstest du in deinen Träumen etwas kompensieren, aber die Kompensation funktioniert nicht so richtig. Ich überhöre seinen letzten Satz und wedel aufgeregt mit den Armen. Oh, oder kennst du das, wenn du Träume weiter träumst? Also wenn du den gleichen Traum immer wieder hast, aber er jedes Mal weitergeht? Nein, sagt Arthur. Er klingt etwas verunsichert, so als würde er unser Traumgespräch langsam bereuen. Na, ich habe zum Beispiel immer einen Traum, indem ich in meinem ehemaligen Kindergarten bin, erzähle ich. Als ich ihn das erste Mal geträumt habe, war ich ganz allein in dem Raum meiner Kindergartengruppe und wollte in den Garten rausgehen. Ich bin in den Flur gegangen und zu dem Raum, von dem aus man in den Garten kommt. In diesem Raum hing immer so eine coole Hängeschaukel von der Decke, so ein Stoffding, in das man sich so reinfläzen kann. Und schon als ich den Raum betreten habe, habe ich gemerkt, dass da jemand drin sitzt, aber die Schaukel war mit dem Rücken zu mir gedreht, also habe ich nicht gesehen, wer drin sitzt. Als ich den Traum zum zweiten Mal geträumt habe, war ich wieder im Gruppenraum. Bin wieder durch den Flur zu dem anderen Raum gegangen, habe wieder gemerkt, dass jemand in der Hängeschaukel sitzt, konnte wieder nicht sehen, wer. Aber diesmal ging es weiter. Ich stand in dem Raum und die Schaukel drehte sich ganz langsam in meine Richtung. Das hatte alles so eine übelst horrormäßige Atmosphäre. Es war echt arschgruselig. Hast du gesehen, wer in der Schaukel saß? Fragt Arthur gespannt, der scheint richtig mitzufiebern. Ich lehne mich zu ihm. Nee, sage ich verschwörerisch. Kurz bevor ich es hätte sehen können, bin ich aufgewacht. Arthur schaut mich immer noch erwartungsvoll an und zuckt zusammen, als ich laut rufe, aber als ich den Traum zum dritten Mal geträumt habe, also du weißt schon, Gruppenraum, Flur, anderer Raum, jemand sitzt in der Schaukel, die Schaukel dreht sich. Komm zum Punkt, sagt Arthur laut. Da saß eine grässliche, schwarze, unförmige Gestalt drin und hat mich angeguckt und super eklig gegrinst. Alter, das war einer der gruseligsten Träume, die ich je hatte. Der verfolgt mich bis heute. Arthur lehnt sich schwer atmend in seinem Stuhl zurück. Boah, ich muss jetzt erst mal mich kurz erholen, das war mir zu krass. Ich streiche sein Knie. Du Adrenalin-Junkie. Arthur atmet immer noch hörbar aus und ein und macht eine Abbruchgeste. Oh, können wir kurz einen lustigen Film anschauen oder so oder einen Kinderfilm? Ich brauche das jetzt, Monster AG oder so? Na klar, sage ich verständnisvoll nickend. Ich starte Netflix nochmal. Dankeschön. Das war Josephine Meiner. Josephine, das war Lick. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch einen Fünfer-Text. Von uns allen gelesen und geschrieben von Udo Tiffert. Wir gehen dafür an die Bühnenkante. Im Titel sprechen wir zusammen, ich atme an. Der Titel ist was ganz anderes.
Den Titel sprechen wir zusammen, ich atme an. Das heißt anders. Das sollte nett sein. Was fangen wir ohne? Michael, du sagst Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, klar. Eine Tasse ein bisschen mehr zur Box. Was? Ein bisschen mehr zur Box. Ja, alle. Leute wollen ja auch zu Hause jetzt. Henrik, brauchst du eine Kiste? Was? Nee, brauchst du eine Kiste? Also, wir haben die Kiste. Ich wache auf. Ich wache auf. Im Fensterspalt. Sperlinge, Meisen. Etwas Wind. Die Sonne sitzt auf den Baumkronen im Osten. Sie wartet. Eine ganze Minute dort. Ich sehe dabei zu. Lächle. Bin wach. 10 Minuten bevor der Wecker klingelt. Der Tag sitzt auf den Baumkronen im Osten. Ich wache auf. Ich habe gar nicht geschlafen. Es ist dunkel draußen. Überall. Überall dunkel. Schwarz wie im Sack. Ich habe einen Scheiß damit. Um 8. Eine Stunde Fahrt davor. 1:10. Letztens sah ich den Turan nicht. Auf der Gegenspur. War scheiße klar. Hab bis Abend gezittert. Scheißtermin. So ein Bettlertermin. So pro forma. Machtspielchen. Absagen. Und saufen gehen. Wäre angezeigt. Dringend angezeigt. Und konstruktiver. Es ist stockdunkel. Der Scheißwecker. Hackt wie ein tollwütiger Hund, der kräht. Und die kräht? Ja, nichts passt zusammen. Aber Geld muss kommen. Egal wie. Zusammenreißen. Sich zusammenreißen. Das müssen andere auch. Risse trennen. Reißen und zusammen. Ist Quatsch. Zusammenreißen. Als Kind trete ich gern den Schraubstock auf. So weit auf, wie es geht. Bis die Achse gut sichtbar aushakt. Ich musste sie wieder einhaken. Ich konnte ja niemanden um Hilfe fragen. Jeder hätte gefragt. Warum machst du so eine Scheiße? Manchmal sieht die Welt aus, als drehte jemand die Backen auseinander. Voneinander weg. Jemand will die Achsen sehen. Ich wache auf. Die Sonne sitzt auf den Baumkronen. Im Osten. Der Tag wartet kurz. Der Vormittag zögert. Sperlinge und Meisen. Im Fensterspalt. Ein winziger Wind stößt mit winzigem Kinn an die Gardinen. Ich bin wach. Ich lächle. Es ist hell. Sehr hell. Sperlinge und Meisen. Und ein Rotmila. Zu bedienen. Vielen Dank. Kommt gut nach Hause. Schön, dass ihr da wart. Tschüss.